From a place of hardship to a place of ease. Willkommen zum nächsten Video von meiner Urlaubsreise hier an der Ostsee. Wir sind jetzt hier am Nord-Ostsee-Kanal, wie ihr gesehen habt, schon ein paar Schiffe. Wir hatten anfangs hierher zu fahren, ein paar Schwierigkeiten, sagen wir mal nicht so. Es sind keine Schiffe gefahren und ja, wir dachten, wir wären jetzt umsonst dahin gefahren. Oh ja, jetzt haben wir noch Glück gehabt, dass da Mafia-Schiffe jetzt entlang kommen. Jetzt fahren wir mal hier ein bisschen weiter im Nord-Ostsee-Kanal lang und dann schauen wir mal, vielleicht finden wir noch ein oder andere Schiffe, also auf geht's. So Freunde, nachdem wir jetzt im Nord-Ostsee-Kanal waren, sind wir jetzt hier in Eckartförde. Und hier ein bisschen am Strand mal ein bisschen mal was zu essen uns einverleiben. Und ja, gucken wir uns mal hier ein bisschen um. So Freunde, wir sind jetzt zurück an unserem Häuschen, haben heute ein bisschen was gemacht. Wir waren am Nord-Ostsee-Kanal, hatten Glück gehabt, dass ein paar Schiffe gefahren sind, weil es sah erst so aus, als ob keine fahren würde. Und hatten dann zum Schluss ein bisschen Glück gehabt. Dann waren wir nochmal in Eckernförde, mal ein lecker Essen und haben da uns am Strand ein bisschen rumbewegt. War eigentlich ganz schön und dann würde ich mal sagen, lassen wir den Tag heute ausklinken. Wir werden dann mal vorne was trinken gehen und ja, wir sehen uns dann gleich zum nächsten Tag wieder. Mal gucken, was wir da treiben werden. So Freunde, ein neuer Tag angebrochen. Wir sind hier heute mal unterwegs in Schleswig und uns hier mal ein bisschen umschauen, hier so ein bisschen am Hafen und haben so einen Dom. Vielleicht gehen wir da auch noch rein. Also schauen wir uns jetzt mal am Hafen ein bisschen um und ja, gucken wir uns mal ein bisschen um. Wir stehen hier jetzt, wie gesagt, vor dem Dom. Da wollen wir jetzt mal rein. Mal gucken, wie das innen drin aussieht. Bin ich mal gespannt. Also schauen wir mal uns drin ein bisschen um. Ziemlich cool, muss ich sagen. Und die Bilder hier sind schon ein bisschen gruselig, muss ich schon zugeben. Aber der Dom hat schon was. Der sieht schon cool aus. Jetzt sind wir wieder raus aus dem Dom und ich muss sagen, habe ich ja vorhin schon gesagt, es sah schon atemberaubend aus, war schon ziemlich cool gemacht. Alles drum und dran, so, und auch die Gemälde und das alles drum und dran, die da drum rum waren, das war schon sehr interessant gemacht. Also das Ding hier ist auf jeden Fall zu empfehlen, wenn ihr mal hier in Schleswig seid. Schaut euch das an, ist ziemlich interessant. So Freunde, wir sind jetzt wieder hier zurück an unserem Häuschen. Wir nehmen uns ein bisschen
das, die Sonne hier. Und ja, es waren eigentlich zwei schöne Tage jetzt. Gestern ein bisschen am Nord-Ostsee-Kanal, wo wir ein paar Schiffe gesehen haben. Und auch diese Fähre da, wo das Schiff oder hin und her oder was das war, hin und her gekarrt worden ist. Über die Brücke, das sah schon ziemlich, ziemlich cool aus. Und heute waren wir ja halt dann in Schleswig, wo wir dann an dem Hafen drin waren. War auch ganz interessant. Gibt natürlich noch viel zu sehen im Schleswig. Dom noch als Höhepunkt zum Schluss jetzt. Der sah ja wunderbar und krass aus. Und ja, ich verabschiede mich für dieses Video jetzt und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Also, bis dahin, bis zum nächsten Video, Freunde. Haut rein, ciao.